Herzlich willkommen auf dem Speedloop Special Power Breakfast Channel von Smilodogs. Und zwar haben wir momentan eine Aktion zu laufen, die euch die Socken auszieht. Und Smilodogs hat neue T-Shirts und Tanktops im Shop. Und wenn ihr einen Mindestbestellwert von 60 Euro habt, dann bekommt ihr diese fette Regenjacke oder diese fette Leggings dazu. Oder diese schöne Leggings, nicht diese fette Leggings. Die könnt ihr euch gratis in den Warenkorb dazulegen, ab einem Mindestbestellwert von 60 Euro. Dann haben wir richtig coole Shirts wieder im Shop. Fast die ganze Armees-Kollektion ist am Start, inklusive aller Größen und Farben. Und es lohnt sich, dort wirklich vorbeizuschauen. Kalle selber hat sich auch wieder eingedeckt mit Oversize-Shirts in verschiedenen Farben, die richtig gut sitzen und richtig Laune machen. Und das vielleicht mal ganz am Rande zu dem Werbeteil dieser großartigen Sendung. Dann haben wir ich komme gleich mal zum Top-Thema, welches nicht so sehr schön ist, eigentlich ziemlich traurig oder sehr traurig ist. Eine tolle Athletin ist von uns gegangen, Svenja Siewert, ist am vergangenen Wochenende gestorben. Und die Athletin habe ich kennengelernt im Olympic. Svenja hat dort seit Jahren trainiert. Svenja war eine erfolgreiche Wettkampf-Bodybuilderin. Sie ist unter anderem letztes Jahr deutsche Meisterin geworden und Vize-Weltmeisterin. Und sie hatte Gebärmutterhalskrebs gehabt zum zweiten Mal. Und die kleine Frau hat jetzt den Kampf leider verloren gegen den Krebs. Und die Anteilnahme vom ganzen Team Smilodogs und Neosubs gilt natürlich der Familie, den Angehörigen, Freunden und Bekanntenkreis von Svenja. Und durch diese schwere Zeit zu kommen. Und ich glaube, mehr werde ich zu dem Thema auch nicht sagen. Svenja, Ruhe und Frieden. Und damit kommen wir zum nächsten Teil vom Kalle Report. Ist jetzt schwer, einen Übergang zu finden, aber ich versuche das mal. Und zwar, ich komme nochmal auf Alicante zurück. Dort wollte ich nochmal ganz kurz zum Schwergewicht was sagen, weil die 7 Tage Nachrichtensperre, die dort mehr oder weniger verhängt wurde, die sind jetzt rum. Jetzt dürfen offiziell News und Beiträge gepostet werden. Ich denke, das sollte man nächstes Mal vielleicht besser handeln. Klar, einerseits sollen die Leute in den Livestream gehen, weil man will ja auch Geld mit der Veranstaltung verdienen oder muss auch Geld verdienen, um sich solche Events finanzieren zu können. Andererseits haben natürlich die Leute auch ein Recht darauf zu erfahren, wer wie gewonnen hat, was da los war und so. Das muss man in Zukunft irgendwie besser handeln. Damit war ich oder der Rest der Community, glaube ich, ziemlich unzufrieden. Jetzt konnte ich mir das Schwergewicht nochmal anschauen, und zwar aus einer Quelle, die Berichterstattung, die dort der David Hoffmann von ESN gehalten hat, was er sehr gut gemacht hat, weil David ist ein sehr kompetenter Athlet und Athletensprecher, war selber jahrelang sehr erfolgreich, hat eine spektakuläre Körperentwicklung gehabt und kann sich meiner Meinung nach auch ein Urteil erlauben, Sachen dort einzuschätzen. Und die kommen dann mit dem nötigen Know-how auch rüber. Also ganz klarer Fall, Kretschow hat das Ding klar nach Hause geholt. Kretschow, riesige Arme, unglaubliche Schulterentwicklung. Der Cut zwischen Arm und Schulter einer Doppelbizeps von hinten und die Detailentwicklung im Rücken, unglaublich geil. Leider nicht ausladend genug, meiner Meinung nach, um bei Mr. Olympia im Finale konkurrenzfähig zu sein. Aber 100% in der Top 10 bei der Form, die er gebracht hat, auf jeden Fall. Dort sehe ich ihn alle Male locker. Aber im Finale, das wage ich tatsächlich noch zu bezweifeln, wenn dann die Jungs richtig in Form antreten, die man da letztes Jahr gesehen hat. Aber wie gesagt, der Arm unendlich groß, die Schulter, das sieht schon echt heftig aus, die Doppelbizeps von hinten. Das ist sehr separiert, gefällt dem Kalle richtig gut. Hässlich wie die Nacht, der Typ, aber
brutale Muskulatur. Die Mus Mascula von vorne gefällt mir auch sehr gut bei ihm. Die bringt er wirklich sehr, sehr gut rüber. Und jetzt, wo er in Form war, konnte man auch mal so sein Potenzial endlich erkennen, wie gut er tatsächlich entwickelt ist. So, Andrea Presti, der den zweiten Platz gemacht hat. Wie er selber sagt, leider ohne Trizeps auf die Welt gekommen. Das Ding ist wirklich nicht vorhanden. Da ist strukturell, das sieht ganz merkwürdig aus. Aber ist halt so, dafür ist er extrem breit. Also er hat eine extrem weite Schulter. Und was ihm natürlich dann eine brutale V-Form gibt. Der Lat kommt dementsprechend von vorne auch gut raus. Die Beine, die könnten ein bisschen stärker entwickelt sein vom Volumen her. Qualitativ ist er immer gut, aber wird halt auch nie ein ernsthafter Kandidat beim Mr. Olympia sein, selbst wenn er sich jetzt bei irgendeiner Show die Quali holt. Und ich gehe mal davon aus, dass er sich holt. Wird er dort wahrscheinlich in die Top 10 vielleicht nicht eingreifen können bei dem Starterfeld, was momentan dort auflaufen wird. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Ich wünsche ihm auch, dass er es schafft, weil ich wünsche jedem Athleten Erfolg, der sich einen Arsch aufreißt, logischerweise. Und dann lasse ich die anderen Platzierungen mal weg, weil da war so Platz 4, war so ein Publikumsliebling, aber war weit weg von Form gewesen. Wenn der in Form kommt, sieht er bestimmt ganz spannend aus, aber nichts, was jetzt hätte eventuell einem Roman gefährlich werden können. Roman Platz 5. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich seine Beinentwicklung. Da muss man wirklich sagen, trotz der Hüft-OP, der hat eine Beinentwicklung, die absolutes Weltklasseformat haben. Gerade auch von hinten die Beugerteilung und der gestreifte Gluteus, das sieht schon extrem gut aus, also wirklich extrem gut aus. Das Bein hat generell eine sehr komplette Form, von allen Seiten eigentlich. Leider fällt der Oberkörper da zu stark ab, auch wenn er sich jetzt in der Weite, also was Latissimus und das Ausladen anging, stark verbessert hat, ist leider im Rücken fast gar keine Detailentwicklung zu erkennen. Und ich glaube aber, das ist ein strukturelles Problem bei ihm. Also das ist der letzte Athlet, zu dem ich sagen würde, das ist fehlender Fleiß. Und Arme, Schultern, die Sachen, das ist halt das, was ihn dann das Genick bricht bei solchen Shows. Aber er ist ja auf einem guten Weg, er macht jetzt viele Sachen anders. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist getan. Was seine Präsentation und sein Shape angeht. Und ich denke mal, dass er da, trotzdem er jetzt keine 20 mehr ist, doch noch gute Fortschritte erzielen kann. Ich würde ihn gern bei Mr. Olympia stehen sehen irgendwann, aber das ist, glaube ich, noch ein langer, harter Weg für ihn. Und drücke ihm aber trotzdem die Daumen. So, dann lasse ich den Rest des Feldes bis auf Platz 9 auch weg. Da Platz 9 hat der Emir gemacht, mein Kumpel Emir. War deutlich zu sehen, dass in den letzten 24 Stunden einiges nicht so geklappt hat, wie es man hätte wahrscheinlich gewollt hat, dass es klappt. Einen Tag vorher hätte ich ihm alles zugetraut, wirklich alles zugetraut. Dort war die nötige Härte da, Detailentwicklung. Emir hat halt ein riesiges Wasserproblem. Und ich glaube, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen klugscheißen darf, ich glaube, dass wenn man dem Emir das Wasser rausnimmt am Ende und keinen Weg findet, es im Körper zu behalten, dass er dann vom Volumen her etwas eingeht. Und natürlich, wenn man es drin lässt, jaucht er ab bis Getno, also dann läuft er aus auf der Bühne, dann hat er einen kleinen See unter sich. Ne? Das ist Emirs Problem. Ansonsten von der Masse her und gerade im Oberkörper hat er sich ziemlich gut entwickelt. Also das erste Vierteljahr beim Johann Schatz unten in Sao Paulo, da in Brasilien, das hat ihm wirklich, wirklich gut getan. Jetzt muss man halt nur sehen, wie man das Wasserproblem löst, dass es drin bleibt und nicht rauskommt. Und dann rechne ich dem Emir tatsächlich auch gute Chancen ein, dass er sich mal qualifizieren wird bei einer Show und wir dann
ihn bei Mr. Olympia sehen werden, was ja auch sein sehnlichstes Ziel ist. Ne? Drücken wir ihm alle die Daumen und das wird schon alles werden. Dann hätten wir schon zwei Athleten, die eventuell mal auf Olympia stehen können. Ne? Wenn dann irgendwann noch einer in die Top 10 eingreifen kann, dann wäre das echt eine mega Geschichte, weil das ist mittlerweile echt wieder schwer geworden. Es war mal eine Zeit lang nicht ganz so schwer, in die Top 10 zu kommen. Und wenn ich sehe, dass so ein Rafael Brandão reingerutscht ist oder reingekommen ist, dann traue ich das mindestens einem Athleten von uns auch zu. Nicht dieses Jahr, aber im kommenden oder in den kommenden Jahren. So, das vielleicht mal zu dem Thema Alicante. Und alles andere wurde ja soweit bereits gesagt. Vielleicht ganz kurz noch zur Figurklasse, doch, das meine ich noch. Dort hat ja die Jennifer Zienert das Ding meines Erachtens ganz klar geholt. Jetzt, wo ich die Aufnahmen gesehen habe, also da gab es auch keine zwei Meinungen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Nadine Huber da nicht eingreifen konnte. Hat aber auch ein sehr, sehr gutes Paket abgeliefert. Aber Jennifer war den Tag einfach nicht zu schlagen gewesen für sie. Und vielleicht ändert sich das ja in Zukunft. Sie ist ja jetzt bei Max Madsen im Team. Und dort wird man sich sicherlich das eine oder andere einfallen lassen, damit sie sich auch bei einem der nächsten Shows qualifiziert und wir sie dann auch auf Mr. Olympia sehen werden. So, das war es jetzt aber wirklich jetzt erstmal zu der Show in Alicante. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Eddie Hall. Eddie Hall ist für alle Kraftsportler, Kraftdreikämpfer und Strongman ein Begriff. Extrem starker Mann, war auch schon World's Strongest Man gewesen. Hat als erster, glaube ich, die 500 Kilo im Kreuzheben hochgehoben, bevor die dann von Haftor mit 501 Kilo getoppt wurden oder irgendwie so war es gewesen. Auf alle Fälle ist er 1,88 groß, hat zu seinen schwersten Zeiten knapp 200 Kilo gewogen, hat momentan 160 Kilo und ist auf die glorreiche Idee gekommen, ins Bodybuilding zu wechseln. Und jetzt nicht irgendwann, sondern er will tatsächlich dieses Jahr noch auf einer Bodybuilding-Bühne stehen. Ende des Jahres, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja, er hat jetzt 160 Kilo, will noch in Aufbau gehen, bis 175 Kilo hoch. Hat Bauchmuskeln, die man sehen kann, aber hat natürlich auch so ein Becken. Und ich glaube, strukturell gesehen wird es jetzt kein Augenschmaus werden, wenn er sich runterkocht auf keine Ahnung was für eine Kilogrammzahl, dann werden natürlich auch seine Arme und seine Beine drunter leiden, wenn die Kilos purzeln. Ja, die Mitte, die wird wahrscheinlich hart werden, aber da hat er auch was machen lassen, so wie ich das mal in vergangener Zeit irgendwo rausgelesen habe. Ist aber auch egal wie. Bauchmuskeln hat er, kann er zeigen, egal wie er die gekriegt hat. Aber das Gesamtpaket eines Bodybuilders, das stelle ich mir dann doch anders vor. Die Motivation hat er sich bei Mr. Olympia tatsächlich geholt, wo er nach seinen Angaben Sibam gesehen hat und Bigrami, obwohl das ja Äpfel mit Birnen vergleichen ist. Und auf alle Fälle hat ihn das so weit inspiriert, dass er jetzt dachte, er muss jetzt endlich mal auf die Bühne selber auch. Verrückt genug ist er ja, einen Panzer hat er sich ja auch gekauft. So, warum nicht? Ne? Ein Glück haben die manche Top-Leute nichts an der Klarinette. Also da ist, ja. Ich würde sagen, ey, geil, endlich normale Leute. Ja, ich wünsche ihm viel Glück bei seinem Vorhaben. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht für den Eddie. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Jetzt muss ich bloß mal gucken, welches das war. Weil ich musste mir bis jetzt schon ganz schön viel merken. Ach, Urs. Urs und Fabi. Bleiben wir oder kommen wir in die Classic Physik. Urs Kalitschinski ist zu massiv für die Classic Physik momentan. Er hat jetzt 275 Pfund. Das sind so um die 125 Kilo. Hat aber einen sehr geringen Körperfettanteil.
Das heißt, wenn er in seine Klasse möchte, muss er extrem viel Masse abschmeißen. Er müsste jetzt, um mit 220 amerikanischen Pfund zu stehen, müsste um die 23 Kilo abwerfen, wovon ein sehr, sehr großer Teil reine Muskelmasse ist. Und jetzt wird ihm natürlich angeraten, in die offene Klasse zu gehen. Meine persönliche Meinung, mach's nicht aus. Oder lass dieses Jahr Olympia ausfallen und bereite dich wirklich auf die offene Klasse nächstes Jahr vor. Weil dazu müssten dann tatsächlich noch 5 bis 7 Kilo rauf, um da volumentechnisch mithalten zu können. Weil so wie er jetzt aussieht, von der Struktur her, würde es passen. Aber wie gesagt, wenn er denn hart ist, dann ist das alles weg und klein. Und neben den Ochsen dann zu stehen, knüppelhart und mit einer schönen Linie. Deswegen ist ja die Classic Physik ins Leben gerufen worden, damit genau solche Athleten die Möglichkeit haben, dort Mr. Olympia zu werden. Und dort sehe ich halt den Urs auch. Soll er mir jetzt nicht böse sein, das ist einfach meine persönliche Meinung. Auch wenn er, ich weiß, dass er anders beraten wird, oder ich vermute es mal ganz stark, aber muss man abwägen. Will man Mr. Olympia werden oder will man am Ende versuchen, mehr Geld zu verdienen in dem Sport, da man ja nur begrenzt Zeit hat. Aber ich glaube, der Urs, der ist finanziell so gut aufgestellt, auch jetzt schon, dass das dass dann am Ende, wie soll ich es mit meinen Worten sagen, dass dann vielleicht am Ende die Habgier im Weg steht. Oder? Nee, das war scheiße ausgedrückt. Ich sehe ihn auf alle Fälle noch nicht da und ich würde es nicht machen. Ich würde versuchen, den Titel mir zu holen. Und Mr. Olympia-Titel in der Classic Physik, das ist schon was, das muss man erstmal hinbekommen. Und das haben sie alle noch nicht hinbekommen, außer der Seabomb jetzt. Und die Möglichkeit besteht aber für einen Urs, den Titel zu holen, wenn Seabomb nicht mehr aufkreuzt. Und das wird sicherlich in den nächsten, schätze ich mal, 1 bis 2 Jahren sein, dass Seabomb dann auch den Wettkampfsport an Nagel hängen wird, würde ich jetzt mal so vermuten. Aber man soll ja niemals nie sagen, auf alle Fälle kennt er jetzt meine Meinung dazu und ich würde es nicht machen. Dann hat Fabian Meyer sich gemeldet bei einem Video, hat er bekannt gegeben, dass er die Vorbereitung 2023 abgebrochen hat. Obwohl alles bombenmäßig gelaufen ist. Die Bilder, es sieht alles brachial aus. Übrigens den Fabian, den sehe ich tatsächlich eher in der offenen Klasse als in den Urs. Fabian hat bei seiner Körpergröße jetzt 135 Kilo bei sehr guter Form gebracht. Der Trainerwechsel ist ihm wirklich sehr, sehr gut bekommen. Er ist dann mit knapp 120 Kilo angewackelt bei dem ich und Namen, ey. Ja, kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe den Namen, kennt ihr das, wenn ihr einen Namen auf der Zunge habt und das Ding nicht raus will? Das ist doch scheiße. So, Patrick Thur, meine Fresse, bin ich blöde. Ja, er ist jetzt zu Patrick Thur gewechselt. Patrick Thur hat schon auch, glaube ich, um die 20 Athleten auf Olympia gestellt. Und ist ein sehr, sehr anerkannter und beliebter Trainer. Und offensichtlich macht er ja relativ viel richtig. Die haben wirklich einen völlig neuen Fabian Meyer erschaffen, der endlich mal sein Potenzial zeigen konnte. Und jetzt bricht der Typ das Ding einfach ab. Er hat ein Video dazu gedreht, was Kalle extrem findet. Es wurde so viel gelabert und so viel gemacht und am Ende wurde immer noch nicht gesagt, warum er abgebrochen hat. Also er hat nur gesagt, dass er abgebrochen hat. Und dann kann man doch auch in so einem Video sagen, warum man abbricht. Man muss doch da nicht um heißen Brei reden oder vielleicht sollte es ein Zweiteiler werden. Ich keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich schätze den Fabian als Athleten sehr, extrem feierig den sogar. Aber mit dieser, ja, ich komme mit seiner Art einfach nicht klar. Amore, I love you forever, je t'aime, visa. Dann wird da 10-mal die Braut abgeknutscht und auch die hat so viel auf sich genommen. Und tja, das ist Profisport.
muss man halt durch und wenn man die Möglichkeit hat. Aber andererseits ist es auch eine freie Entscheidung von ihm. Er hat sich ja wirtschaftlich auch aufgestellt mit seinem Online-Shop. Da, ja, er spricht viele Sachen an, aber sagt eigentlich nicht am Ende, was der Grund ist, warum er abgebrochen hat. Und ja, nun kann man spekulieren. Gesundheit? Glaube ich nicht. Freundin bekommt ein Kind? Könnte sein. Oder man will nie auf eine Klasse wechseln und hat deswegen abgebrochen, damit man nächstes Jahr dort stehen kann mit einem richtigen Paket. Also dass er noch weiter draufpacken will, jetzt nicht diäten will, sondern weiter am Aufbau bleibt. Und dann, das sind so, aber so alles reine Spekulationen. Was jetzt genau Phase ist, wird er uns hoffentlich in einem seiner nächsten Rumdrucksvideos erklären, lieber Fabian, weil das ist ja gar nicht Kalle sein Ding da. Ne? Sich erst hinsetzen und sagen, das ist kein Clickbait-Video und dann doch nicht mit der Sprache rauskommen. Das ist natürlich ja, sehr anstrengend für einen Zuschauer. Aber egal, wie auch immer, ich wünsche dem Fabian trotzdem alles Glück der Erde, dass er seine Ziele verwirklichen kann, ob er nur auf dem Olympia irgendwann steht oder nicht mehr. Er war übrigens schon zweimal in der Top Ten gewesen und hat auch Potenzial für viel weiter oben, konnte bis jetzt nur sein volles Potenzial nicht ausschöpfen, meiner Meinung nach. Wofür ich, auch wenn ich mich da wieder unbeliebt mache, dem Coach die Schuld gebe, oder ja, kann man so sagen, Stefan, nicht sauer sein, wenn du es siehst, aber wie gesagt, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, der die Meinung, einfach verschiedene Meinungen. Das hält das Game aber auch am Laufen und interessant. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch verabschieden mit Peace and Love and Rock'n'Roll. Euer King Kalle, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.